Und jetzt geh weg. Mach Tür zu, ne? Stimmt, ja. Lächeln, hast du gehört? Läuft? Ja. Ja, okay. Soll ich gehen? Ja. Gehen Sie bitte. Gehen fort. Läuft. Läuft der jetzt hier auch? Ihr wollt euer erstes Hörspiel machen? Nein. Du hast das. Grell. Einmal die Hände klatschen, ne, damit man synchronisieren kann. Ihr habt euer erstes Hörspiel gemacht, geschrieben. Nochmal. Nochmal. Ein Frosch im Hals. Da kommt mal ein Auto. Mich erschrocken. Scheiße, hab ich mich erschrocken. Bisschen so. Am besten müsste ich losschreien, damit die Leute denken, Scheiße, was erzählt der Typ da? Wenn nicht und ihr braucht Antworten, dann bleibt einfach dran bei diesem Video. Ist auch totaler Quatsch. Ist es so besser? Ja. Kennt ihr euch damit aus? Habt ihr vielleicht, habt ihr nicht vielleicht Fragen? Ne? Im Wetter haben wir noch ein Glück gehabt. Also es war eigentlich den ganzen Tag Sonnenschein. Heute. Ihr wollt euer alles... Und wir sind jetzt also kurz davor, hier aufzubrechen. Rippen, Tagging, Music Bee, andersrum. Und wir machen uns jetzt auf den Weg, frische Erdbeeren pflücken. Und zwar machen wir das in Bornheim. Nee, falsch. Nochmal. Er geht nicht aus. Ankommt und worauf es zu achten ist. Zu achten ist. Ich gebe euch 5 Tipps. Wie ihr euer erstes Hörspiel selber machen könnt. Wir sind jetzt hier in Wick und müssen aber tanken. Das Problem ist, wir haben vergessen nachzufragen, was der tankt. Dass viele den Unterschied zwischen einem Hörbuch und einem Hörspiel gar nicht so kennen. Also die Rippen, Tagging, Bibliothek, Music Bee. Was diese 4 Sachen zur Kirche. Wie heißt die Kirche noch? Ich vergesse es immer. Hallgrimskirche. Um zur Hallgrimskirche zu kommen. Hallgrimskirche. 5 praktische Tipps, wie du deine Hörspielproduktion einigermaßen über die Bühne kriegst. Das ist Quatsch, einigermaßen. Aber wir haben noch mal den letzten Sonnenschein genutzt. Um die, wie heißt sie? Ich kann es mir nicht mehr. Die Hallgrimskirche. Um die Hallgrimskirche. Nein. Hallgrimskirche. Ja. Wie heißt sie jetzt? Hallgrimskirche. Schwierig hier versuchen, so Tonaufnahmen zu machen. Wenn ihr nicht verstehen könnt, weil es ist hier wirklich absolut windig. Ich bin gerade schon fast eben von einer Böe umgelegt worden. Warte kurz. Komm mal an, es läuft. Was? Läuft. Ja. Willkommen zum zweiten Teil von unserer Island-Reise. Weiter, was sage ich denn dann weiter? Ich weiß nicht, ob du überhaupt was sagen willst. Warum? Wieso? Was diese 4 Begriffe zusammen bedeuten, nicht bedeuten, sondern, was muss ich sagen, was die miteinander zu tun haben. Und das muss ich zuerst sagen, ne? Ja, das Problem ist auch ein bisschen, du kommst so vor und dann bist du das in der Sonne. Ach so. Ja, so. So die Nase. Nochmal. Auf und runter. Willkommen zu einem neuen Workshop von mir. Ich bin der Daniel, heiße mein Ohrenkino und der Richter einer Herrenboutique mit dem Papst. Willkommen zum zweiten Teil von unserer Islandreise. Nehme ich überhaupt auf? Ich habe die ganze Zeit nicht aufgenommen. Ihr habt ein paar Audiotakes bekommen und ihr wollt jetzt anfangen mit dem Dialog. Samstag, 11 Uhr. Und weiter, weiß ich nicht. Nochmal laufen lassen. Du musst auch ein bisschen dich freuen dabei. Nein.
So, fangen wir nochmal von vorne an, weil ich die ganze Zeit das Audiogerät nicht anhatte. Fangen wir nochmal ganz von vorne an.